Hallo zusammen, hier ist wieder Heutzutage und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute wieder ein bisschen meinen Drustilla weiter leveln, meinen Kultiras-Menschen. Der ist mittlerweile auf Stufe 79 und ja, ich will jetzt einmal heute zumindest nach MOP kommen und dort dann schon mal ein paar Schätze aufnehmen, beziehungsweise jetzt noch ein paar Dungeons laufen. Und wir haben zu später Stunde jetzt noch ein paar Leute aus dem Stream dabei. Dann mal hier noch einen Trank rein. Und dann gucken wir mal, dass wir hoffentlich vielleicht noch. Oder was habe ich denn jetzt gequeued? Burning Crusade habe ich gequeued. Ich hoffe ja, dass ich nochmal ins Bollwerk komme, ins Hollenführer Bollwerk. Weil das ist halt auch schon immer eine echt zügige Instanz. Zwischendrin mache ich jetzt noch ein paar Quests hier, bis wir quasi einen Proc haben. Denn ja, Heiler haben wir jetzt gerade keinen am Start. Das wird die Sache immer so ein bisschen beschleunigen. Wenn du Heiler und Tank hast, dann kriegst du eigentlich immer einen Instant-Invite. Ne? Das ist halt immer eine schöne Sache. Aber Quests bringen ja auch relativ viel EP. Und was ich nicht vergessen darf, ich wollte eigentlich nochmal den Warmode reinmachen fürs Abklappern der verschiedenen Items, weil da hat man dann nochmal einen guten Burst, ne? Einen guten Boost, so rum, nicht Burst, dass sie es nur rausbringen. Da müssen wir mal schauen. Du merkst aber jetzt auf jeden Fall, dass es ein bisschen zäher wird, ne? Also bis zu Level 50 habe ich etwa 7 Level geschafft in einer Stunde, ne? Dann so bis 60, 65 waren es etwa 6 und dann nur noch so 5 Level, ne, pro Stunde. Jetzt wird es halt weniger. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, noch 4 Level gepackt. Das geht halt immer so langsam nach unten, ne, wo du dann immer ein bisschen länger brauchst. Und ich würde sagen, das Zäheste ist wahrscheinlich jetzt im Moment zwischen, neu, oder zwischen 80 und 90, weil sobald man halt Stufe 90 ist, kann man ja nach Draenor gehen. Und in Draenor wisst ihr ja alles, wisst ihr ja alle. Kann man die Bonusziele machen und die Bonus-Objectives und dann geht das irre schnell. Du kannst ja mittlerweile Draenor in 2 Stunden durchballern eigentlich. Ja. So ganz grob. Ja, 2 Stunden kommst du eigentlich ganz gut hin. Also das geht echt richtig schnell. Und Leechen ja sowieso, ne? Mit Invasionen, das ist dann auch kein Problem mehr. Gut, dann BFA ist dann halt wieder ein bisschen Inselgegrinde, aber das ist auch, geht auch. Vor allem, man kriegt ja nebenbei dann auch noch Mounts, wenn man den Glück hat, ne? Ich eher weniger, aber andere kriegen dann schon ganz gut Mounts. Schauen wir mal, was haben wir denn hier für eine Queue-Länge? Na, steht nicht dran. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Sonst queste ich halt einfach auf 80 hoch und gut ist, ne? Ist ja jetzt auch kein Stress. Machen wir das einfach so nebenbei. Vor allem, ich mag das hier so, diese Burning Crusade Quests hier in der Höllenhalbinsel, die ersten, die sind schon ganz cool. Da habe ich so ein bisschen Nostalgie. Ich habe zwar ein Classic angefangen, aber als das hier rausgekommen ist und das erste Mal dann auch Leute gesehen hast, die geflogen sind und so, das war schon mal nochmal ein extra Hype-Faktor. Also zumindest für mich damals. Da erinnere ich mich immer ganz gern zurück. Aber warte mal, das muss ich. Achso, die muss ich markieren. Wie markiere ich die? Habe ich da so einen extra Button? Halt, warte mal, ich muss das mal hier einstellen, dass das eingezogen wird. Aktionsleisten. Die musst du nämlich einmal anklicken. Sonst hast du diesen Einzug nicht. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Warum auch immer. Was ist das eigentlich für ein EP-Trank? Diese EP-Tränke kannst du dir mit einem 120er Char erspielen. Und zwar gibt es Dienstmedaillen. Ach, das ist das Falsche. Ach so, das dauert hier ewig, bis du es aktivieren kannst. Es gibt Dienstmedaillen der 7. Legion und der Eidgebundenen. Also die beiden gibt es. Und mit 5 Dienstmedaillen kannst du einen Trank kaufen. Und die Dienstmedaillen bekommst du halt durch verschiedene Aktivitäten. Zum Beispiel, wenn du eine Warfront angreifen kannst, kriegst du ja einmal eine Quest. Und für die Quest kriegst du ein relativ gutes Item und 15 Marken. Heißt, 3 Tränke kannst du dir halt davon kaufen. Dann gibt es Dailies, die du machen kannst. Also wenn du eine Warfront hast. Nein. Warte mal was. Ich hasse es. Okay, die dauert lang. Wenn du eine Warfront hast, also zum Beispiel Arati eingenommen hast, hast du ja Dailies. Und für diese Dailies kannst du dann, bekommst du immer eine Marke. Und es sind immer 5 Dailies da. Heißt, wenn du alle 5, und nicht Dailies, halt World Quests, das ist für mich dasselbe. Wenn du alle 5 machst, dann ist es quasi so, dass du auch wieder einen Trank zusammen hast. Und wo kann das Ganze. Ach so, bei einem Übergriff quasi, also so einer Invasion im Gebiet, kriegst du am Ende auch 5 Marken, wenn du die World Quests machst. Also es gibt da halt viele Wege. Was ich zum Beispiel immer mitnehme, sind die Warfronts, also der Angriff, wo du halt 15 Marken kriegst.
Und da kriegst du halt dann auch nochmal ganz gutes Gear. Und ich mache das halt immer mit jedem Twink einmal durch. Dann kriegen die ein 400er Gear-Item. Und ich leech das halt oft auch, ne? Also für nicht viel tun kriege ich halt Gear mit den Chars und Marken. Und das ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Ja? Und dann habe ich halt immer genug Tränke und habe halt, also die bringen halt 10% mehr EP. Und zwar levelunabhängig. Also das kannst du mit Level 1 reinschmeißen, bringt aber auch nur auf 119 die 10%. Also kannst du durchgehend zum Leveln benutzen. Und du kriegst halt noch 10 Stats, ne? Das ist also 10 auf alle Werte, das ist im Low Level noch ganz, ganz nett. Warte mal, habt ihr den schon angequatscht? Ah, okay, doch, es geht schon los. Ja, das Problem ist, die Ini checkt halt meistens keiner, ne? Vorhin noch nie drin. Was meinst du? Vorhin noch nie drin. Warst du noch Bin nie nicht drin? erwischt. Ja, ist eigentlich relativ simpel. Es öffnen sich immer nur Portale, die Mobs musst du killen. Was machen denn die? Ihr müsst zu mir kommen. Und du musst halt immer die Mobs in den Portalen töten und es gehen halt immer nach Zeit mehr Portale auf, ne? Und wenn du bestimmt viele Portale geschlossen hast, dann kommt ein Portal mit dem Boss raus und ja, Das ist so wie die es sind halt Festung 18 da. Wellen. Also, das Problem ist, wenn die sind halt zeitgetriggert, die Portale. Und wenn du halt die extrem schnell umhaust, dann musst du halt jedes Mal wieder warten, bis das nächste aufgeht, ne? Wobei, ich glaube, das haben sie mal auch verkürzt, also mittlerweile geht's. Du kannst halt hier nicht den ganzen Bums zusammenpullen und wegratschen, sondern musst halt jedes Mal von einem zum anderen. Seid ihr momentan auf dem Privat-TS? Wenn du möchtest, kannst du mit aufs TS kommen, ne? Können wir schon machen. Ich kann ja gleich die Daten posten. Ich muss gerade bloß noch mit dem Char hier auf dem zweiten Account kurz wieder die Warfront queuen. Genau das, was ich jetzt. Warte mal, ich kann das jetzt auch mal kurz zeigen, wenn ihr das gerade fragt, weil ich da gerade hinlaufe, ne? Wo man diesen Trank herkriegt. Also, hier jetzt beim Allianz-Char, ne? Hier, Destillat der 10 Länder. 5 Marken. Hier gibt es noch viele andere Sachen, ne? Da ist das Ding. Hier habe ich gerade eine Quest, ne? Kriege ich ein 400er Item. 15 Dienstmedaillen, ein bisschen Azurit. Und dann muss ich mich einfach hier reinqueuen, das Ding gewinnen und fertig ist das Ding. Ja, mehr ist es nicht. Das mache ich zum Beispiel. Jetzt geht das Ding auf, hier Darkshore und mehr ist es halt nicht. Wie lang geht der EP-Trank? Eine Stunde. Also quasi hast du für 5 Marken eine Stunde. Wenn ich die Warfront jetzt spiele, habe ich 15 Marken, 3 Tränke, 3 Stunden. Also geht ganz gut. Und du kriegst halt gutes Gear für deine Gammel-Twinks, ne? Also für einen Gammel-Twink for free ein 400er Item, was halt auch noch hochrollen kann, ist nett. Ja. Kann man, glaube ich, nichts sagen gegen. So, Hat er jetzt auch einen guck. 405er drin? Ja, genau, das kann ja auch User joined your dementsprechend noch channel. hochrollen. So, Jetzt. moin. Hey, bist du der Rogue? Ja, Ich genau. hab's hier schon gepostet gehabt. Ich Achso, ja gut, ich bin gerade am TS raussuchen. Wunderbar. Ja, die Ini ist halt echt ein bisschen nervig, ne? glaube, Ist besser ist halt. dieses Tor, das hier schaut zumindest besser aus als in dem Gefängnis. Ja. Geht so, ne? Das ist im Endeffekt die Story um Medivh, der das dunkle Portal öffnen will, ne? Und du hast halt hier diese Zeitdrachen, die ja die Geschichte ändern wollen, ne? Und wir helfen ja eigentlich immer den. Was heißt immer den Bösen? Aber in den ganzen Timewalker-Indies helfen wir ja irgendwo auch immer den Bösen, weil diese zeitverzerrten Drachen da wollen ja eigentlich die Story zum Guten wenden, aber wir halten die auf. Gut, das ums Schwalle, Schwalle ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Böse, ne? Aber wir helfen ja Arthas einmal, wir helfen ja jetzt hier Medivh das Portal aufzumachen und so. Jetzt muss ich überlegen in HDZ3. Gut, da spielen wir eigentlich nur die Story nach, ne? Da helfen wir sogar den Guten eigentlich. Naja, aber was heißt, merkt man den Trank sehr? Es sind halt 10% mehr, ne? Und muss halt rechnen, jedes Level hast du 10% mehr EP, ne? Wenn du das halt dann bis auf Max-Level hochrechnest. Also, wenn du jetzt. Also, ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig akkurat, ist mir klar. Aber wenn du jetzt 10 Level levelst, ne? Musst du quasi mit dem Trank ein Level weniger leveln, ne? Alle 10 Level hast du ein Level quasi for free. Das summiert sich dann halt, klar.
Und wenn du halt noch mehr Level-Items hast, ich habe zum Beispiel auch noch beide Ringe, das sind halt wieder 10%. Das merkst du halt, ne? Wenn ich dann mit anderen Spielern zusammenspiele, die jetzt manche Sachen nicht haben, dann ziehe ich halt schon gut voran, ne? Also ist jetzt nichts, dass es extrem ist, aber es summieren sich halt diese ganzen kleinen Prozente zusammen. Und das merkst du schon über einen Levelbereich, wenn du komplett von 20 bis auf Max-Level levelst, da ist das schon einiges, was du dann weniger an EP brauchst damit. Also ich kann es nur empfehlen. Das, was du an Aufwand hast, die Tränke zu holen, ist halt nicht sonderlich viel. Und das bringt eigentlich schon was. Vor allem, du machst es meistens ja eh nebenbei mit den Chars, ne, auf Max-Level. Müssen wir halt bloß gucken, ob ich hiermit überhaupt dann auf Dings komme. Nebenbei können wir hier noch diese kleinen Mobs killen. Ihr müsstet alle von der Quest so ein Item gekriegt haben, das ihr einmal aktivieren könnt. Das könnt ihr beim nächsten Boss oder so mal aktivieren. Da kommt so ein Drache, der hilft einem, so ein Bronzedrache. Jetzt ist halt die Kacke. Jedes Mal, wenn du den Boss gekillt hast, musst du halt wieder ewig warten. Du kannst hier die Instanz übrigens auch verkacken, ne? Du siehst, hier oben hast du mit Diebs verbleibendes Schild. Wenn der. Also. Früher war das relativ knackig, die Instanz, vor allem im heroischen Modus, weil die Portale relativ schnell aufgangen und du dann nur noch hattest manchmal zwei, drei Portale gleichzeitig offen, wenn du halt eine Scheißgruppe hattest. Und dann war das Problem ist, dass die Mobs halt aus den Portalen immer weiter spawnen. Ach, schau mal, da ist sogar einer mit Diff dran. Der wird gerade angegriffen. Ja, genau, und dann geht sein Schild runter und dann kannst du das halt auch verkacken. Links ist ein Portal offen dann. Ja, ich hab's gesehen, ich hab bloß ein paar Mobs zusammengepullt, dann können wir noch ein bisschen Neben-EP kriegen. Wenn die jetzt auf der Karte angeht? Ne, die werden nicht angezeigt. Aber wenn man es jetzt verkackt, dann resettet die komplette Ding Ich einmal, meine, oder? dann musst du den Kack nochmal spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals komplett verkackt habe. Ich glaube, früher haben wir es doch einmal komplett verkackt. Dann ist, glaube ich, ja, dann musst du es komplett nochmal machen. Also wirklich von null. Weil dann ist dein Schild kaputt und dann ist vorbei. Also er hat halt irgendwie ein Schild drauf und dann hat er noch einen Livepool, ne? Schild siehst du irgendwie gar nicht mehr. Du siehst nur noch oben die Anzeige, ne? Oben Ja, hier oben bei sieht mir. sich Ja, Schuld. drüben. Ich glaube, die 3,12 Millionen, die macht keins von denen jetzt hier schnell weg. Ja, ich weiß nicht, ob's nicht schon vorbei war, wenn das Schild weg ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Normal verkackst du das hier aber auch nicht, ne? Weil Ja, du stimmt. jetzt mittlerweile halt nur so lange wartest, bis das nächste Portal auf ist. Aber wenn du das früher im Burning Crusade HC gespielt hast und halt die Gruppe nicht so nice war, dann hast du echt gestruggelt. Also da habe ich echt schon. Da musstest du echt gucken, dass du danach gekommen bist mit den Portalen. Naja, gute alte Zeit. Jo, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Boah, morgen wird das voll hart in der Früh wegen Zeitumstellung, ne? Dann auch noch aufzustehen wieder. Ist ja dann eine Stunde früher quasi. Hab schon einen halben Tag geschlafen heute. Ja, bei mir leider auch, weil ich gestern zu spät ins Bett gegangen bin, ne? Ja, um 3. Also eigentlich 2, aber dann doch 3. Ja, und dann bin ja nicht sofort ins Bett, dann muss ich noch ein paar Sachen basteln. Irgendwann auch am Handy. Bist du dann am Handy nur was am gucken bist, ein paar Videosachen nur schauen und dann ist es halt dann schon spät. Irgendwie wurde es 5. Ich weiß gar nicht, wann ich dann pennen gegangen bin, auf jeden Fall. Zu spät, ja. Hast du das Baby-Winston-Pad? Nee, leider nicht. Und ich wünsche dir auch eine gute Nacht, ne? Ja, irgendwann muss ich mir die Collector's Edition da vielleicht mal holen, wenn es die noch gibt. Ich weiß gar nicht, ob man die sich noch holen kann. Ich versuche ja jetzt gerade so diese ganzen Sachen mir dann zu holen, die außerhalb vom Spiel kriegst, so nach und nach, ne? Ist halt alles auch immer eine Geldsache. Deswegen mache ich Hol das dir halt auch immer. Weißhuhn. Meinst du das Huhn? Das eine Huhn dafür 1000 Euro oder so. Ach so, ja, irgendwann will ich mir das auch mal noch holen. Magic Roster Egg oder wie das heißt. 1000 Euro ist ja schon ein bisschen viel für so ein Teil. Ja, das ist es halt. Muss man halt sparen, ne? Kannst du mal einen Donation-Link einführen? Stratholm, was meinst du? Meinst du Stratholm oder was meinst du?
Weiß nicht genau, was du möchtest. Was sagt der Timer? Wie lange sind wir schon drin? Na gut, jetzt fast eine Viertelstunde, aber ich habe ja davor gequestet, ne? Wir haben ja nicht instant. Hier können wir jetzt zum Beispiel so einen Drachen mal schmeißen. Warte mal, ich hole mal meinen Drachen. Ich habe meinen auch geholt. Hä? Warum ist der jetzt instant weg? Haben sich die vielleicht überschrieben? Bruder, er hilft nicht mehr. Er Davor war habe aber ich ihn gefordert, auch kurz plus drei da und ist jetzt Stunden. weg, ne? Ja. Komisch. Früher haben die da immer mit drauf. Kannst du den Zauber klauen? Aber es ist Nahkampf und Bewegungsgeschwindigkeit, ne? What the fuck, was haut der rein, wenn er diesen Buff hat? Oh, Heileffekt um 70% verringert. Das ist natürlich ungünstig. Alter, der Boss ist ja richtig fies. Haut sich so ein Ding, dass du 200% mehr Nahkampfding hast. Gibt mir einen Debuff mit Heilungseffekten reduziert. Was ist Scheiße hier? Da musst du noch richtig progressen. Okay, da hattest du echt Luck, ja. Ja, ich muss mir halt irgendwann jetzt mal das noch holen. Ich weiß aber halt nicht, ob es die Collector's Edition da noch gibt, ne? Da müsst ihr mal gucken. Ja, das ist halt eine Sammelei, was ich da mache, ne? Dass ich diese ganzen Pets irgendwann mal haben will und dieses Zeug. Aber das ist halt alles ziemlich teuer, ne? Welche Collectors Edition? Gibt es ja nicht verschiedene? Ja, also ich. Ein paar Collectors habe ich. Ich habe halt ab WoD habe ich die Collectors. Aber die älteren habe ich halt nicht. Ne? Damals habe ich mir die Collectors nicht geholt. Also die ganz MOP. erste sozusagen. Weiß gar nicht. Oh, MOP habe ich glaube ich auch. Ich brauche halt glaube ich Cutter, Wattle, BC und Classic. Und die sind halt schweineteuer, ne? Ja, aber die gibt es noch im freien Markt, oder? Irgendwo. Ja, aber die verkaufen die halt für ewig viel Kohle, ne? Und, Ding, es gibt da auch noch andere, so Collector für StarCraft, für Diablo und da kriegst du halt auch lauter Pets und Sachen, ne? Die ich halt gerne hätte. 300 Tacken, da siehst du, nur für die Ding. Ja, die Bibliothek habe ich auch noch hier zu Hause rumliegen. Karte habe ich daheim liegen. Da hat mein Bruder angefangen, das Spiel zu spielen. Echt, hast du die, aber wahrscheinlich die Codes und alles schon benutzt, Also ne? hat es wahrscheinlich alles eingelöst. Würde mich Naja. wundern, wenn er es gelassen hätte. Weil das ist halt jetzt, das, also die Ding will ja, also gibt sicher auch Leute, die jetzt die Box haben wollen, aber das Teure sind ja die Codes, ne? Dann könnte man mal gucken, was, also Classic ist bestimmt arschteuer. Damals Also. waren es 40 Euro oder so. Ja, aber die Codes, jetzt kosten die Der Codes. Preis geht ja hoch. Ja, klar, also da zahlst du halt jetzt ein Heidengeld für. Die Legion Sammel Collector's Edition, wie auch immer, kostet knapp 1000 wieder. Die Special Ding da. Das Legion. Aber irgendwie so eine Special Version davon oder weiß nicht, was das war. Ja, aber das ist ja noch nicht so lang her. Und das würde mir Ja, jetzt wundern. deswegen relativ komisch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sie irgendwie unterschrieben oder so ein Scheiß. Classic 1000, ja, siehst du mal. Da musst du noch ein paar Verträge ausfüllen. Hat Was so für viel Geld verdienst. Verträge? Ah, nee, du warst der Beamte. Ja, ich fülle keine Verträge aus. Ach ja. Adam, ist das der Le ist, kommt da jetzt der Boss raus, oder? 17, 18. Das ist Nee, der Boss. ja, Nee, der Boss ist vorletzte. dann quasi danach. Ja, die zieht sich halt schon echt, ne, diese Annie. Das ist quasi Das eine ist der ja voll in meinem Tief dann. Zonk-Instanzen aus, hier aus PC. Eigentlich sind alle Zonk-Instanzen sind quasi nicht Time Walker, hier HDZ, also Höhlen der Zeit. HDZ-1 ist da noch die beste, aber die zieht sich auch relativ lang. HDZ-2 ist das hier, das ist auch ewig und HDZ-4 ist halt der letzte Dreck. Also das ist echt die beschissenste Wo Innie von läuft die allen. hin? Hier vorne ist Portal.
wollte bei MyD vorbeischauen, ob da irgendwelche bösen Buben sind. Du hast Kannst am T bei iPad denen auch ziehen. angezeigt, dass du da spawnst, aber ich Und wusste nicht. zieht eure komischen Drachen. Ja, habe ich gerade schon. Aber HT haben wir nicht. Doch jetzt. Aha. Der hat einen Wut-Effekt drauf, den kann ich ihm runternehmen. Haha! Na gut. Irgendwie hatte ich den schlimmer in Erinnerung. Und den einen Boss davor. Ah, okay, da kommt das Betäuben. Ach ja. Ist alles machbar. So ein Mount, also so ein Drachen hätte ich gerne als Mount. Das wäre halt nice. Nice Level up. So, jetzt schauen wir mal, ob ich noch queuen kann. Ja, ich kann noch Dings queuen. Also ich kann noch Burning Crusade und Wrath of the Lich King theoretisch queuen jetzt mit Müssen die Quest noch abgeben? Stufe 80. Also ja, wo ist? Ach, die war am Eingang der Instanz, ja. Jo, danke dir. Aber Listen können wir trotzdem. Naja, das Essen kannst du ja trotzdem. Da hat einer abgelehnt, muss nochmal listen. Ja, sonst gehen wir halt raus und Q'n halt dann so, das können wir auch machen. Bleibt sicher gleich. 20 kP kriegst du noch für den Ring, wunderbar. Bora, hey, grüß dich. Die Türmchen-Quests dann noch durchbasteln. Shit, ich dachte mir schon, dass ich die adden werde. Okay, Diapeon sieht mich anscheinend nicht. Base Level ich zurzeit bin gerade auf Stufe 80 aufgestiegen. Hast du die Gruppe verlassen oder? Ja, der Typ will nicht, geht mal aus der Instanzgruppe raus. Okay, die bringen jetzt noch 25 MP. Hier brauchst du nicht weiter questen dann. Einfach aus der Instanzgruppe raus, dann können wir queuen und. Vielleicht kommen wir ja nochmal was Gutes, ne? Wenn wir ein bisschen Glück haben. Genau, jetzt kommt MOP dann sozusagen. Hä, hat das jetzt nicht gezählt? Die Boxen sind nichts wert. Die kosten bloß 9 € oder so. Ja, Halt die Leere. klar. Die will ja auch keiner. Es geht ja ums Sammeln der Items, ne? Die Okay, es schauen gibt zum Teil sicher auch Leute, nicht die schlecht stellen aus sich die halt und. gerne in den Schrank, aber Ja, dafür genau. gibt halt keiner viel aus, ne? Ja, die Gilde hat sich halt aufgelöst oder eigentlich hat eine der Leads hat quasi einfach das beendet, ohne den anderen zu sagen, weil er keinen Bock mehr hatte. Ist ein bisschen schade, ne? ein bisschen erkältet, hä? So, jetzt porten wir uns hier mal raus, weil die Sachen bringen jetzt alle nicht mehr so viel. Gucken wir mal, ob wir da noch so einen schicken Bollwerk-Run, da hätte ich jetzt nichts gegen, muss ich sagen. Aber wäre schon was Feines. Ah. Eine 50er dann. Könntest ja sogar mit dem Rogue beim Bollwerk echt richtig viel skippen, ne? Müsstest du oben nicht mehr die Mobs machen. Stimmt, da kommt mal bis zum Endbuster. Oh, jetzt auf Und Paul. Ah, bitte nicht schade. Arkantras, bitte nicht Arkantras. Ah, fuck. Oh Gott. Das ist halt das Allerdreckigste, was du kriegen kannst. Es ist halt wirklich mit Abstand. Dann haben wir noch mal diesen Parler drin. Ja, das Problem ist, hier sind halt Mobs dabei, die halt echt asozial sind. Und da hast du halt immer richtig viel Spaß. Vor allem, wenn du dann so einen mistigen Heiler hast, dann wird's richtig lustig.
Du musst eigentlich mit den Mobs komplett durchlaufen, weil die spawnen die ganze Zeit nach und da gewinnst du nix. Jo, danke dir. Oh, wo ist der Heiler? Was macht der Typ denn? Läuft der halt vielleicht mal mit und will mich heilen? Ja, schon meine ganzen Eigenheilungen rausgehauen. Wieder über dem Dämpfen. Ja, aber im Burning Crusade-Bereich ist Arcantras einer der schlimmsten. Also die ist halt A relativ lang und B sind die Mobs im Verhältnis ziemlich schwierig. Also ich würde behaupten, dass Arcantras damals schon die schwierigste Instanz war im Burning Crusade. Zwar mit Abstand. Schattenlabyrinth war auch noch relativ knackig, ja. Aber Arcantras war schon. Ja, war schon das Knackigste. Vor allem, wenn ich die im Time Walker habe, ist das auch schon mal richtig lustig. Da kommt immer Freude auf. Das Ding im Time Walker. Da hast du richtig Spaß. Was macht denn das hier? Oh, Rüstung um 35 verringert. Ja, gut. Vor allem da oben, also da gibt es hier so ein paar Räume, da musst du wirklich nach Taktik spielen. Und sobald du in Low-Instanzen Taktik spielen musst und dann halt irgendwelche Leute dabei hast, die, naja, so, nicht so viel mit Taktik am Hut haben, wird es halt immer sehr interessant, ne? Müssen wir die alle machen? Na ja, komm, wir nehmen sie lieber mal mit, sonst enden wir die sowieso und dann wird's wieder unschön. Keinen Hund nicht zähmen. Das ist ja auch ein Dämon und kein Wildtier. Egal. Ich glaube, als BM konntest du so Kernhund-Dinger. Ich glaube, aufs BM kann man es ja. Hör mal, kurze Hosen. Was für kurze Hosen meinst du denn? Ihr müsst ihr Die unbedingt einladen ist eine aus Latzhose. diesen Voidlöchern rausgehen. Der Boss haut so schwarze Löcher auf den Boden. Da nicht rausgeht, dann gibt's echt richtig Damage. So ein Dispel wäre ganz gut. Ich habe hier echt einen Haufen Scheiß drauf. Da sind diese schwarzen Löcher. Na, das wird knapp. Ja, ich habe halt eben. Schaut, dass ihr nicht in den Raum reingekickt werdet, weil da hinten sind, glaube ich, noch Mobs, oder? Ein Auge ist da noch, das wollen wir nicht nur adden. Und nicht zur Treppe, weil dann kann der Boss resetten. Okay, das sind jetzt alles Fluchsachen, die kann ich mir nach dem Bosskampf selber runternehmen. Wenn es ist. Hier ist es öfter so, dass die Leute in den Voids kuscheln, ne, und dann einfach tot ticken. Das kannst du auch nicht dann gegenhalten, das hat ziemlich gut Damage raus. 2400 ungefähr. Blutig. Ja. Wenn du 5, 6k Life hast. Aha, der eine steht schon in der Void-Zone drin. Hat gesehen, der Palas ist fast tot. Gerade nochmal rausgelaufen. So, das kann ich mir nämlich selber runternehmen. Der nächste Kostet Raum ist eine auch Hand. lustig. Da dürfen die Viecher auch nicht in dem Scheiß stehen, sonst werden sie hochgebufft und heilen sich auch extrem gut gegen. Also da ist dann auch schnell Feierabend. Wird dein Auge gepult. Ernsthaft haben sie das letzte. Ah, ich bin schon oben und hab Ich schon. hab's gepult. Ah, du bist so ein Kacknu. Wie kann man denn das Ich Auge dachte. pullen? Das steht ganz in der Ich Ecke dachte, drin. wir müssen geradeaus durch, aber nee, wir müssen ja da hoch. Ja, lauf mir doch einfach nach. Jetzt habe ich schon zwei Gruppen gepult und bin immer noch alleine. Weil wieder inkompetentes Pack hier nicht in der Lage ist, einfach nachzulaufen. Doch keiner gesehen. Achso, habe ich das. Das tut mir sehr leid, Lexi. Aber hau deine Pointe gern raus. Muss ja alle CDs dafür ziehen.
Theoretisch kommst du durch den Raum durch, ohne alle von den Elementaren zu pullen. Schauen wir mal. Nein, du Vollidiot, warum läuft er denn in den Mob rein? Jetzt haben wir drei von denen. Echt immer gucken, sobald die in diesem Dings drin stehen, wird's echt. Dürfen halt auch nicht beieinander sein, ne? Sonst. Ah, oh, da kommen schon vier raus. Ja, jetzt haben wir den letzten auch noch. Na wunderbar. Die hauen halt richtig rein. Ne? Na, da kommt wieder so ein Ding. Haben die halt vier Stacks gekriegt. Fokust mal den, der am lowsten ist. Die hauen nämlich alle immer ihren Scheiß da, diese Void raus und da heilen sie sich so krass hoch und werden halt so groß und hauen dann auch richtig rein. Deswegen muss ich die ganze Zeit hier rumziehen. Haben wir schon wieder so eine Säule. Aber selbst wenn du die instant ziehst, kriegen die ein paar Stacks von dem Scheiß. Deswegen ist es halt nicht so gut, wenn du hier mehrere addest von denen. Weil die heilen sich dann halt wie so blöd. Na gut, jetzt haben wir den ganzen Raum halt geklärt. Da vibest du halt auch relativ oft. Und die nächsten Mobs, die haut noch richtig raus. Da musst du am besten echt einzeln pullen. Die hier. Die Ehre da. Die buffen sich so ein Scheiß und da hauen die richtig Damage raus. Und einen Debuff gibt's auch noch. Oh nein, ich wurde in Dings erwischt. In der Warfront. Dass du AFK bist. Ja, mich hat einer angeschrieben, bewegst du dich auch mal? Ich war so, ja. Als ob der irgendwer mal irgendwie gekickt hätte. Doch, ich werde da öfter gekickt. Gibt immer so Dinger. Wenn du AFK direkt in der ersten Sekunde stehst, aber nicht, wenn du irgendwo. Nee, ich laufe immer ins Lager mit. Da. Ich laufe immer ins erste Lager mit. Dass man. Aber das fällt den Leuten dann immer auf, ne? Kurz bevor sie den Boss machen, dann ist es halt auch schon wurscht, ob da noch einer AFK ist. Wenn du am Anfang machst, okay, dann macht's vielleicht noch was aus, ne? Aber. Weiß nie, du gehst jetzt duschen, alles klar, dann geht er mal duschen. Aber nicht anfassen, ne, unter der Dusche. Sündisch. Schön in die Hände über dem Äquator halten. Der nächste Raum ist auch interessant, weil da sind ein Haufen Unsichtbare. Und da gibt's dann auch öfter mal, ja, wenn du da einfach wie so ein Blöder reinrennst und alles pullst, dann geht das ziemlich oft in die Hose. Also ich bin ja eigentlich immer ein Fan davon, reinzulaufen, alles zusammenzupullen und wegzuerehen. Aber hier in der Instanz ist das echt immer ein bisschen tricky. Jo, Lexi, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Aber 2 können wir mal, 2-3 Mobs können wir machen. Ah, wo haben wir den Unsichtbaren? Oh, trigger den hier nicht auch noch. Wollten wir eigentlich jetzt den Dings holen. Hä, wo sind sie denn? Ah, schau, da haben wir den ersten. Yep. Bin handlungsunfähig. Ach, was war... Achso, du hast das... Ja. Oh mein Gott. Oh, ja, die übernehmen halt auch noch. Also den da hinten hättet ihr euch auch noch ranschießen müssen. Das war zu viel. Ja. Ich weiß auch nicht, ich sag da extra, da sind Haufen Unsichtbare. Warum schießt ihr den hinteren auch noch raus? Das war halt einfach nur unnötig. Können wir ranlaufen? Keine Ahnung, ich hab's halt extra sogar noch dazu gesagt. Reinlaufen dauert halt immer nochmal 10-mal so lange, du musst ja die Mobs dann eh nochmal spielen, also es bringt halt nicht. Lasst mich bitte einfach pullen, das macht echt keinen Sinn. Och, weil der Gildenlead keinen Bock mehr hatte, hat er dispended. Und Heiko, hey, grüß dich.
Ah, schau mal, ich habe sogar Schuhe, die besser sind. Naja, ein bisschen EP bringt diese Quest immer. Ja, das ist. Manchmal ist das nervig, ne? Aber was willst du machen? Was willst du machen? So vom Aufbau fand ich eigentlich Alcatraz immer schon recht nice auch. Auch mit dem Käfig am Ende, ne? Mit Millhouse und so. Aber von der Schwierigkeit ist die halt schon knackig. Vor allem, wenn du Leute hast, die unkontrolliert Mobs pullen. Ich weiß nicht, was verkehrt mit dir ist. Ich sag extra, das sind Unsichtbare. Müssen wir aufpassen. Die hauen viel rein. Was macht der? Falsch geschaut. Hier auf den ersten Mob, der nicht mehr drauf auf dem Baum ist, drauflunzen. Ja, da konnte ich auch nicht mehr viel machen. Ja, da ist dann halt vorbei. Das Problem ist, die übernehmen halt auch die anderen Spieler und desorientieren. Und dann hast du halt oft das Problem, dass der Tank desorientiert ist und dann hauen halt alle Mobs auf die anderen Spieler, die sterben. Dann wird der Heiler am besten desorientiert. Da ist halt ganz schnell ein Vibe. Macht man erstmal den Lone und dann Totenkopf. Wenn ich wieder komplett wegziehe, ich bin desorientiert. Ach nice, ich wurde in der Warfront nicht gekickt. Perfekt. Was habe ich gekriegt? Eine 400er Hose. Ja, wunderbar, die kann ich gebrauchen. Kann ich gebrauchen. So. Bei der Tusse müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir die Heilung interrupten und wir müssen auch noch einen anderen Spell interrupten, der auch quasi healt, der irgendwie die Heilung, die dann wir wirken, das hier. Genau. Die Heilung, die wir wirken, auf sie übertragen wird oder irgendwie so. Musste beides Okay, das kicken. knallt rein. Ja, das jetzt unterbrechen. Jo. Ich unterbreche wieder den anderen Spell. Alles klar. Dann geht's eigentlich auf, sonst das hier, sonst, also sie hält sich da wirklich extrem hoch. Nee, du, die anderen Leute aus der Gilde haben eine neue Gilde noch gehabt und dementsprechend passt es. Also ich bin jetzt auch schon in der neuen drin. Darf er mich nicht heilen? Ich hätte jetzt noch keinen Kick. Ja, halt Ist damit den halt so. Boss halt hoch. Ja, was geht. Was soll ich sagen? In die neue Gilde, wo ich jetzt drin bin, ja, die schaut jetzt am Mittwoch mal, wie es ausguckt. Also, es sind halt die Leute von der anderen Gilde, das heißt die Gilde halt bloß anders, ne? Mal gucken, ob wir dann genug sind, ob das dann funktioniert. Werden wir dann sehen. Und sonst, ich glaube, was komplett Neues würde ich mir dann tatsächlich nicht mehr suchen. Könnt ihr das interrupten? Ah, Oder okay. die Heilung jetzt, ja. Gedoppelt. Er darf mich halt jetzt bloß einfach nicht heilen, dann ist es halt kein Stress, aber jede Heilung, die dann auf das Ziel gewirkt wird, geht dann auf den Boss. Okay. Seht ihr irgendwelche Quests hier? Ja, aber nur die eine, wo man die beiden Bosse hier killen muss. Okay, ja. Der eine ist noch tot. Naja, der hier, der kann eigentlich nicht viel, der charge bloß immer. Was ein bisschen nervig sein kann. Und oben beim Endboss wird's lustig, da musst du zusammenstehen wegen dem Meteor, ne? Das wird auch immer oft verkackt. Also die Inni, naja. Ganz so nice. Ich glaube, nach der Inni fliege ich einmal rum und sammle meine Schätze noch ein. Und ja. Ich kann ja jetzt quasi in Was MOP. ist? Aus dem Feuer musst du schon rausgehen. Ich war aber eigentlich.
Naja, du Ach, siehst guck im schon. Chat, was da steht. Ja, ich sehe es jetzt auch. Gestorben durch Teufelsfeuer und du standst, deine Leiche liegt genau da, wo das Feuer eben war. Also. Aber wahrscheinlich, ne, war es ein Bug und du bist einfach so gestorben. Das ist wahrscheinlich Ja, die. wahrscheinlich schon, ja. Ja. Es ist so rum. Das war so, als ob, wenn ich da rüberlaufe, dann ist da, und wenn ich da rüberlaufe, war es da. Ach so. Es klingt nach der wahrscheinlicheren Lösung. Oder Blizzard mag dich einfach nicht. Lass mal schauen, ob der Heiler dich mag und dich rettet. Ich glaube, der Scheint Heiler so. mag dich. Muss ich mal gucken, ob ich die Pre-Quest dann auch basteln muss oder inwieweit. Naja, mit Dings müsste ich auch nochmal so ein halbes Level schaffen. Ja, oder fast sogar ein ganzes, glaube ich. Mit den Schätzen. Das geht aber eigentlich immer ganz gut ab. Dann mache ich das, dann machen wir nächsten Samstag, können wir dann halt schon in MOP durchstarten, oder? Können wir da schon mal ein bisschen was machen. Hier können wir doch gleich mit Shroud durchgehen, glaube ich. Das wäre zum Beispiel eine echt gute Sache, ja. Muss nur jeder mitmachen. Kannst ja gleich mal schreiben, dass du Shroud siehst. Ist Am Captain besten auf Raw auch Deutsch, dass ready? auch alle sicher verstehen. Lass den Eiweiter jetzt noch nicht. Lass den noch machen, weil ich glaube, da bleiben wir sonst hängen. Und Jo, dann okay. können wir ab der Tür. Ich ziehe auch den Raw, also das müsste passen. Weiß ich halt nicht. Warte mal, ich ziehe den mal noch ein bisschen hinter, weil die blitzen dann ab und an noch, diese Mobs. Nicht, dass die uns dann instant aus dem Schraub rausholen. Jetzt kommen wir durch, oder? Ja, schau, der blitzt nämlich noch. Jetzt warte, ich läuft mal hier vorne. Naja. Wir sind ganz vor. Siehst du, das habe ich nämlich gemeint. Ja. Der blitzt nämlich. Okay, schmeißt dann. Okay, los. Ah, da ist immer nicht mitgekommen. Oh mein Gott, wie kann man das denn Pick so zu verkacken? viel. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Wir können den vielleicht retzen. Okay, jetzt sind wir raus. Oh, das war jetzt Das nicht wird gut. schmerzhaft. Das wird, glaube ich, jetzt ein Vibe. Ja, komm, zieht Full CDs hier. Was mit dem Heiler? Oh mein Gott, wo kommen denn die alle her? Haben doch die anderen mitgebracht. Ja, ich bin im Full Stun, ich kann ihn nicht holen. Ich auch. Wie kann man denn so dumm sein und da reinlaufen? Ich verstehe es nicht. Du kannst halt echt nicht, du kannst das Krautsachen nicht mit Randoms machen. Das ist unmöglich. Kann man denn so blöd sein und da voll in die Mobs reinhatschen? Oh, deswegen hasse ich diesen Laden so. Und schreib's noch extra in den Chat rein, mein Gott. Langs. Jetzt kannst du halt wieder den kompletten Laden da hochhatschen. Weißt du, das kostet halt so viel Zeit. Deswegen kann, wenn du mit Randoms Innies läufst, ist das. Also, ich glaube, komplett random würde ich einfach keine Dungeons laufen, weil es gibt halt so viele Vollspacken, die halt nicht mal geradeaus laufen können. Und das ist immer so nervig. Es sind halt wieder 2, 3 Minuten, bis du halt einfach da hochgehatscht bist. Bloß weil wieder einer zu blöd war, richtig zu laufen, ne? Du musst das halt echt für Behinderte machen, wenn du Diesmal waren Innies es läufst und zwei. eine Gruppe nach der anderen pullen und so wirklich, du musst alles wegmachen, dass sie nicht irgendwo reinlaufen, ne? Also, ich weiß nicht, wie die Leute das im normalen Leben machen, aber für manche Leute musst du die komplette Straße sperren, dass sie drüber kommen. Weil selbst wenn da nur ein Auto am Tag fährt, sie werden es schaffen, dieses eine Auto zu erwischen und sich überfahren zu lassen, ne? Es gibt so Leute. Ich weiß nicht, Das war wie ein die guter lebensfähig sind. Vergleich. Ja, ich weiß nicht, wie diese lebensfähig sind. Wer hat denn das eben verkackt? Hast du das gesehen? Beide. Ja, der Paladin auf jeden Fall. Mal, ob wir den rauskicken können. Ich will, dass der Aber eine Palle bestraft macht wird. eh schon kein Damage. Weg damit. Weg. Wow, der Healer hat abgekrochen. Ja, der Healer, die sind safe Müssen zu wir vier zweit. Leute sein, oder? Dass wir den. Da kicken wir halt den Healer. Es geht nicht. Erst die Healer und dann den Baller.
Ich weiß nicht, ob das geht, keine Ahnung. Ah! Möglich ist es. Ich verstehe das halt nicht, ne? Ich bin ja schon extra schneller nach vorne gelaufen, ne? Wenn du dann halt einfach genau. Wenn du halt einfach genau die gleiche Spur da einfach dahinterher läufst, dann passiert halt nichts. Ich frage mich, warum die Leute, wenn ich dann ja schon eh jemand bin, der mir unsicher ist und nichts checkt, warum ich dann nicht einfach genau dem hinterherlaufe? Und vor allem, da war jetzt auch nicht wenig Platz, also da konntest du halt gut durchlaufen. Ein Rechtsklick folgen hätte es auch gemacht. Ja, alleine das hat er halt schon gereicht, ne? Also, wir machen es jetzt für Behinderte, die Putt musst du eigentlich auch nicht machen. Aber da sie halt schon zu blöd sind mit dem Shroud, die haben ja die Putt auch noch gepullt, ne? Die war ja gerade da irgendwo da hinten unterwegs. Pull ich jetzt die Putt hier raus, bevor wir hier nochmal so eine Scheiße haben. Also, musst du echt einen Kopf langen. Deswegen bin ich mit so Rogue Shrouds. Hört sich gut an. Oder um es mit Trumps Worten zu sagen: Sounds good, doesn't work. Ja. Es ist. Die Linde war. Ja, ich will Dafür jetzt diese einfach nur durch Randoms. und fertig ist. Ach, sind ja hier gleich hier am Ende. Ich bin auch schon am Ende und zwar mit den Nerven. Wie viel brauchst du noch für die Folge? Ja, eine Viertelstunde oder so. Ich mache jetzt dann noch ein paar Schätze auf. Ich bin jetzt dann eh 81. Lohnt sich jetzt dann nicht mehr noch eine Gruppe hier zu dingsen. So, den pulle ich jetzt mal raus. Wir machen jetzt Safety First Modus. Keine Ahnung, ihr müsst es euch zusammenstellen. Ja, der Heiler, wenn der jetzt dann gleich, ne? Wenn der Heiler den Meteor abkriegt, dann ist er gleich Feierabend. Yep, und bye bye. Instant weg Weißt war. du, ja natürlich, wenn du halt. Ich kenne den halt nicht, aber gut zu wissen. Ich habe gewusst, dass genau das passieren wird. Ja, Captain, ich habe keine Helm Gear, das ist halt irgendjemand, der neu ist. Ich pull die raus, weil sonst wird es wieder so ein Drama. Wir machen das jetzt für Vollidioten, keine Ahnung, ich hab jetzt keinen Bock hier nochmal zu wipen. Dass du nochmal erwischt. Naja, das ist nur bei dem einen Mob. Wir machen jetzt Vollidioten-Modus und ich stell da Marks auf. Man kann keine Marks aufstellen, wenn man desorientiert ist, ernsthaft? So. Also ich hoffe, das blickt der, ne, dass er hier die Marks nachläuft. Also wenn er jetzt rechts pullt, dann raste ich echt aus. Ja, je nachdem, wie man es sieht. Giftpfeil. Wenn du in den Raum reinschaust, ist es links. Oh, das war knapp mit dem Debris-Sach. Also ich habe extra Marks aufgestellt, ne? So, jetzt schauen wir mal, ob er eine Lernkurve hat. Was hat er gemerkt? Er war alleine gestanden bei einer Höllenbestie, ne? Jetzt pull ich mal noch nur eine Höllenbestie und schau mal, ob er eine Lernkurve hat. Ob das mit dem Herd Dings passt. Schauen wir mal. Na gut, er stellt sich wieder alleine hin. Ja? Und Ja gut, es ist eine Chance 1 zu 5, dass er das Ding kriegt, ne? So, Meteor kommt. ah, und Hey, jetzt ist schade. es zu uns. Er hat von hinten gepullt. Ich hasse Jo. dich. Wie kann man denn so scheiße sein? Der hat auch kein Level Gear an, das ist ein N Nein, wahrscheinlich aber neuer Spieler. das ist ja gleich, ne? Dass er das mit dem Meteor vielleicht beim ersten Mal nicht wissen kann, geschenkt, ne? Aber ich habe ihm Marks gestellt. Wir sind da lang gelaufen. Er muss ja checken, irgendwas ist hier. Dann stehen da zwei Mobs und er backpedalt in die Mobs rein. Will den loswerden. Ups, das habe ich einen Tee dazu. Da müsste jetzt auch ein viertes weg eigentlich hin. Ach. Muss auch warten, 26 Sekunden. Müssen den loswerden, definitiv. Es gibt teilweise schon echte richtige Gammler. Was, mein Char hat nicht genug Gear, um die Warfront zu queuen? Was brauchst du denn? Oh, den muss ich noch gieren, den Char.
Sind nicht beide Warfront sogar gerade offen? Ja, Horde und Ali hat eine. Ali hat Darkshaw und Horde hat Arati. Ja, bei uns läuft's in der Inni. Ja, das kriegst du nicht hin. Der eine will nicht draufdrücken. Blöderweise. Naja, im Endeffekt ist es jetzt auch wurscht. Jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ja, der Endboss kann jetzt eigentlich nicht so viel. Es dauert halt bloß ewig. Ah, wir sind raus. Ah, ich habe gerade mit ihm geschrieben, er hat's angenommen. Ja, aber das war jetzt nicht gut. Jetzt war's Boss, doof. Jetzt im Bosskampf. Jetzt Rückblick kommen. Da kann jetzt nicht mehr viel passieren. Also, im Bosskampf war es jetzt nicht so cool, weil es kommt kein Heiler mehr rein. Und jetzt haben wir kein Heal. Kriegen wir hin. Muss der Pala heilen. Eigentlich könnten wir jetzt den Pala auch kicken, ne? Aber das glaub, würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden. Ihr könnt keine weitere Ausschlusswahl starten. Müsst ihr jetzt jemand anderer machen? Ja, aber das war jetzt halt nicht so clever, den jetzt noch zu kicken, weil wir... Ich weiß nicht, ob das... Ne, wir sind jetzt nicht in Fight, ne? Wenn er jetzt noch kommen würde... Aber wir sind gar nicht gelistet. Wir müssen zurück. Erst... Doch, wir sind schon gelistet. So. Okay. Ja, nice. Ja, das kriegen wir schon irgendwo hin. Wir müssen dann halt jetzt alle CDs für den Boss sparen. AT dann auch für den Boss sparen. Ja, mal selbst displayen. 100% mehr Dingschaden ist natürlich nicht so nice. Miller soll mal hier mit drauf feuern, ne? Der heilt uns jetzt, hat er gesagt. Der Pala. Er meinte, er hat noch nie geheilt und meinte so, ja, du musst nur deinen Heilzauber drücken, alles andere voll. Weißt du, erst bequatscht du den Typen, dass er einen Heiler kickt und dann erzählst du dem Typen, ja, jetzt musst du heilen, jetzt bist du der Heiler. Ja. Der wird sich auch freuen. Denkt sich bestimmt, oh ja, nice. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Eieieiei. Läuft ja bis jetzt noch. Ja, Endboss ist halt ein bisschen nervig, weil er sich immer noch teilt, ne? Nee, wir kriegen da keinen neuen rein. Ich glaube, das zählt noch gar nicht als Bosskampf. Das ist so das Vorgeplänkel zum Bosskampf. Auch nicht. Level up. Geht's jetzt? Danke. Tja, das wird jetzt lustig. Übernimmt halt auch noch jedes Mal einen, ne? Macht's dann halt noch ein bisschen schwieriger an der Stelle. Gibt's hier kein so, nicht sowas wie ein Heiler-Pad für einen Jäger? Nee, ein Heiler-Pad gibt's glaube ich nicht. Das wäre nice. Was aber wichtig wäre... Okay, es geht los. Er bleibt immer auf dem Boss, der teilt sich, aber diese Spiegelbilder, die brauchen wir nicht umhauen. Alles HT, klar. HT. Lass mich mal auch mal alles. Scheiße, ich bin übernommen. Das ist jetzt ganz schlecht. Weil mir geht halt in Katze, ja. Und betäubt. Oh, das haut rein. Na gut, der hittet dann halt euch, ne? Wenn er mich rauszieht oder wenn er mich übernimmt. Aber gar nicht so schlecht, dann kann ich mich zwischendrin wieder hochziehen. Wobei der Boss haut jetzt nicht sonderlich viel rein. Hier hinten ist der richtige, ne? Pala ist der einzige, der sich richtig hochziehen kann, aber ist am lautesten die ganze Zeit. So viel. Au. Letztlich. Der Loste hier, ganz links, das ist der richtige. Den müsst ihr runterhauen.
Ging doch gut. Holla, die Waldfee, echt. Ich dachte eigentlich, dass die hier verschwinden. Was, die sind immer noch hier? Naja, irgendwie eigentlich ist dann Feierabend, wenn du den einen killst. Puh, okay, das hätten wir auch geschafft. Bloß raus aus dem Laden hier. Oder haben wir noch eine Quest? Einmal können wir nochmal listen. Ja, nee, aber das lohnt sich jetzt nicht mehr. Für 5 Minuten liste ich jetzt nicht nochmal. Jetzt mache ich die Dings prima lieber noch. Und sammel nur ein, so Schätze auf. Kauft einer ein Bike von Chrominius? Naja, so gut sieht das Ding nicht aus. Gut. So, dann gehen wir jetzt mal nach MOP, da muss ich mich eh erst die Pre machen. Dann geht's da ein bisschen an die Schätze ran. Schauen wir mal, was wir aus dem Beutel kriegen. Natürlich wieder ein Ring, ja, den kann ich nicht brauchen. Mit den Schätzen kriegst du halt nochmal relativ viel EP am Start. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dass hier dein Ruhestein automatisch schon Boralos aus Kultiras managt, ist schon ganz praktisch. Nee, aber wenn ihr beiden wollt, am Samstag level ich dann quasi wieder weiter, ne? Dann können wir da gerne gucken. 80 bis 90 dann und da. Ja. Ja, genau, oder ja, ich muss mal gucken. Oder vielleicht schon am Mittwoch, wenn dann halt kein Raid ist oder wenn da halt nichts ist, ne? Das weiß ich halt jetzt nicht, wie es dahingehend aussieht. Da muss ich dann gucken. Vielleicht haben wir ja bis Mittwoch wieder einen normalen Schlafrhythmus. Warum hast du nicht einen normalen? Ich weiß nicht. Gestern 5 Uhr. Mal schauen, wann ich heute ins Bett komme, wenn ich den ganzen Tag gepennt habe. Ja, gut. Ja, ist halt immer schwierig, ne? Wenn du dann nicht pennen kannst und im Bett liegst. Ah ja, ich werde jetzt dann auch um 12, sobald jetzt die Stunde hier fertig ist, mich in die Haier schwingen. Und ja, dann schauen wir mal. Oh, die Pre-Quest mache ich jetzt hier noch schnell. Dann kann ich vielleicht auch das nächste Mal dann die Schätze aufmachen. Dann passt es ja, auf 81 mache ich noch. Ja, theoretisch schon deinen Troll da anfangen. 90 kann ich meinen Troll schon anfangen, warum? Ja, weil ab 90 kommt dann nichts mehr, wo irgendwie... Oder nee, Dungeons kommen ja dann nochmal. Ja, du, ich spiele den hier auf 100 und dann muss ich eh immer auf die Invasion warten. Nur dann mache ich, dann werde ich meinen Zanellari schon mal anfangen. Muss ich aber mal gucken, wie ich es dann genau mache. Ja, mein Dudu ist ja immer noch auf 81. Der ist seitdem nicht weitergekommen. Welcher Dudu? Mit dem wir deinen anderen da gelevelt haben. Achso. Warum hast du den nicht weitergelevelt? Weil ich dann aufgehört habe zu spielen. Achso. Das Level ins letzte war, wo ich noch machen wollte. Okay. Die anderen verbindenden Völker hast du alle gemacht, oder wie? Ich hab doch gar keine. Außer jetzt hier Dunkler ist ein Zwerg. Mhm. Die anderen habe ich noch nicht mal frei. Boah, ich krieg die Portmaus auch nicht hoch. Bei diese so aus. Ich gar keinen hoch. Okay. Ja, Viagra soll helfen, ne? Müsste ich halt mal meinen Main wieder ein bisschen spielen, so. Wenn man gar keinen mehr hochkriegt. Hat er nicht gehört. Hat er nicht gesagt. Eigentlich kann er die auch skippen, die Quest. Man müsste doch das Lager auch freigeschalten haben, ohne dass man hier... Ach shit, ich wollte den Dings Wormod noch anschalten. Muss ich das dann gleich noch machen. Ich glaube, sobald man auf dem Schiff ist, kann man, glaube ich, machen, was man möchte in Pandaria. Ich glaube auch. Jetzt mache ich schnell diese Dings-Quests und dann muss ich mal schauen, ob das Portal in SW schon da ist. Dann werde ich das nächste Mal die Bonus-Objectives hier sammeln, dann MOP in Dungeons und so ein Zeug machen. War ganz gut. Der Nachteil ist ja jetzt auch, wenn ich meinen Kultiran jetzt frei haben würde. Es macht ja keinen Sinn, jetzt noch einen Kultiran hochzuspielen, wenn du das schon hast. Nur für die Formen so. Ach so, ja, gut. Also ich bin ja nicht so, dass ich zwei Dudus haben muss, bloß weil der eine coole ausschaut dann. Also willst du von jeder Klasse quasi erstmal einen haben, oder wie? Ja, das sollte erstmal das sein, ja. Und dann noch Radio und Ali dann im Endeffekt irgendwann. Das ist ein bisschen aus was.
Ach, lol, ich hock aus so ein Skelettrabe quasi da drauf, ne, mit der Fluggestalt in der Maschine. Auch nicht schlecht. Weil Raiden soll ja auch Horde besser sein, irgendwie random. Aber Es spielen im PvP halt Moment mehr irgendwie. Leute Horde als Allianz, ja. Aber es kommt halt auch auf den Server drauf an, ne? Deswegen. Ist als Allianz sicher auch nicht das Problem, einen Raid zu finden. So, jetzt schauen wir mal. Ich müsste auch mal gucken, wie hoch gerade der Ding ist, ne? Der. Hier der Buff, der PvP-Buff, ne? Der schwankt ja immer, wie viele Leute gerade im War-Mode on sind oder nicht. Also auf Ganz am Allianz Anfang kommst du auch bei war 20%. 20%, ja gut, okay. Ja, ist halt besser als nichts. Ganz am Anfang war er auf 30. Da hast du echt viel Das gekriegt. stimmt. Ja, da hat sich's halt Also richtig gelohnt, ne? war es auf Horde, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, auf Horde kriegst du immer weniger. Auf Allianz, weil mehr Leute halt Horde spielen einfach, ne? Das ist halt Stimmt, der am Anfang waren Hintergrund. es ja sogar 30. Da war ja was. Ja, es kann auch auf Horde mal auf 30 gehen, aber da müssten halt extrem wenig Hardline-Warmer sein und extrem viele Allianzler, ne? Dann hast du halt das Verhältnis. Aber ist es dann auf dem toten Server dann leichter, dass das irgendwie? Nee, Oder zählt das alle zusammen irgendwie? da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube aber, dass das alle zusammenzählt, weil du wirst ja in den Low-Gebieten eh rumgefaced. Schalte ich es mal kurz an und wir gucken mal, wie das Hier habe ich funktioniert. 20% auf meinem Ali-Monk. Warte mal, jetzt ist ja hier das Portal, ne? Mal gucken, stimmt. Ich wollte mich jetzt gerade schon aufregen, wo mich hierher geportet werde, aber das Portal ist ja jetzt auch hier. Dann werden wir gleich mal sehen, wie viel Prozent es sind. Aber bist du 20 sicher, dass das sind's. mal 30 waren? Ja, das waren Ich glaube, 30. das wurde runtergesetzt mit irgendeinem Patch dann. Das hängt immer davon ab, wie viele Leute halt, wie gesagt, im Warmode sind. Jetzt sind es halt 20, ne? Ist halt auch noch ganz gut. Ja, So, schon, aber ich glaube, okay. die haben das runtergesetzt, weil es dann doch zu hoch war, 30%. Habe ich jetzt nichts gelesen, das wisst ihr jetzt nicht. Gut, nichtsdestotrotz sind wir mit der Stunde fertig. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut ihr gerne das nächste Mal wieder rein. Euer Tela. Bis dann. Ciao.